Wir laden Sie ein zu einer historischen Futterwanderung ab dem Gaswerk und anschließend durch die neu angelegte Hugo-Hartung-Straße. Es begrüßt Sie die Mundartsprecherin Frau Melle anlässlich der 125-Jahr-Feier im Stadtmuseum. Rotwein trinkt, da geht draußen ein Geläute los. Nee, wie die sich verändert hat. Alle wissen, was ich meine. Es kann sich nur um Neustadt drehen. An dieser Stelle demonstrieren wir kurz das Höhenniveau der Bürgerwesen, wie sie früher beiderseitig der Karl-Liebknecht-Straße einmal war. Wir beginnen an der Kreuzung der Karl-Liebknecht-Straße zur Hugo-Hartung-Straße und erkennen die Gasbehälter mit dem zugehörigen Schornstein des ehemaligen Neustädter Gas- und Elektrizitätswerkes. Am Geburtshaus von Hugo Hartung machen wir Halt. Diese Gedenktafel wurde 1994 angebracht, als diese neue Straße zur Mühlgasse durch nach seinem Namen benannt wurde. Aufgenommen hatte diese Bilder der Fotopionier Karl Hildebrand, der schon damals mit einer Leica-Kamera Fotos machte. Hugo Hartung, der Sohn eines Gaswerkdirektors, beschrieb in seinem Buch den Aufstieg des Luftballons von den Wiesengelände am Gaswerk anlässlich der 100. Wiederkehr der Völkerschlacht bei Leipzig. Es kam darin zum Ausdruck, dass der leere Ballon vom Bahnhof in einer Kiste abgeholt wurde, am 17. Oktober 1913 befüllt und am anderen Tag, am 18. Oktober, unter Beifall einer großen Menschenmenge gestartet wurde. Die zurückliegenden Umbauten von 1912 am Gebäude der Kratzenfabrik Adolf Seelemann brachte eine Rekonstruierung des Zustandes vor dem zweiten Anbau 1920 zutage.
Das Ballonfoto entstand zwischen dem Umbau von 1912 und dem Anbau 1920. Von diesen großen Behältern aus wurden die Haushalte, Handwerker, Betriebe und auch die Straßenbeleuchtung mit Gas versorgt. Der Erbauer dieser Tuchfabrik Künzel hatte zuvor in der Milchstraße eine kleinere Fabrik betrieben, die dort den ersten Schornstein der Stadt und auch den ersten im Großherzogtum Weimar besaß. Hier nun eine kurze Einblendung vom ersten Schornstein der Stadt in der Mühlstraße. Dieses leerstehende Fabrikgebäude wurde zu DDR-Zeiten als Industrieküche im Teil des ehemaligen Kesselhauses und das Hintergebäude als Obst- und Gemüselager und auch als Aufkaufsstelle der Pferd genutzt. Im Jahr 1992 begann man mit dem Abriss dieses historischen Gebäudes. Hier noch einmal der ehemalige Standort der Tuchfabrik Künzel nach dem Abriss 1992. Auf dem Platz, von dort wir gerade stadteinwärts blicken, soll früher, so berichten Zeitzeugen, eine kleine Maulbeerplantage angelegt worden sein. In den Thüringer Heimatblättern von ca. 1936 wurde auch darüber berichtet. Die Schüler wurden von den Lehrern damals angehalten, diese Blätter davon für die Seitenraupenzucht zu sammeln. Die Zeitzeugin Lotte Boser berichtete aus ihrer Schulzeit Folgendes. Mitte der 1930er Jahre wurde an der Gasanstalt, jetzt Stadtwerke, auf der kleinen Bürgerwiese, jetzt Eschenweg-Hartungsstraße, wo jetzt die alten Garagen noch stehen, eine Maulbeerplantage angelegt, die von den Schülern gepflegt wurde. Die Maulbeerblätter dienten zur Fütterung der Seidenrauben. Wir Kinder mussten in den Schulferien 1942 nach Anweisung und genauer Einteilung von Lehrer Nürnberger die Seidenrauben füttern, denn die Wehrmacht brauchte Seide für die Fallschirme. Wir gehen nun weiter in Richtung des neuen Eschenweges. Um über den vollständigen Verlauf des Wühlgrabens, im Volksmund auch Oberolle genannt, einen besseren Überblick zu bekommen, blenden wir eine ältere Karte von 1797 ein. Hierzu werden markante Gebäude an diesem Mühlgraben eingespielt. Zur 700-Jahr-Feier der Stadt wurde das Rotauer Tor am ehemaligen Kinostandort hier nachgestellt. Auf der Orientierungsplatte aus Metall an der Storchpforte können sich nachfolgende Generationen über den Standort des Turmes und der Stadtmauer in diesem Bereich gut informieren. In früheren Aufzeichnungen wird der Fischreichtum in diesem Wasserlauf oft erwähnt.
der zur Ernährung damals für die Stadt wichtig war. Dieser rote Pfeil zeigt uns das Badergästchen, was früher der einzige Zugang zur Pforte war. Der frühere Mühlgrabenverlauf, der hier ab der Karl-Liebknecht-Straße mit Pfeilen angedeutet wird, wurde ca. 1965 verfüllt. Die Zufahrt zum Eschenweg erfolgt zurzeit nur von der Hugo-Hartung-Straße aus. An dieser Straßeneinmündung hat sich heute der Zahnarzt Dr. Pade mit einem Neubau niedergelassen. In dieser Nähe stand früher die sogenannte Luftschutzbaracke, die wir in einer Gegenüberstellung zu damals hier zeigen. An der nördlichen Seite vom Graben entstand nach dem Bau der Hugo-Hartung-Straße der Eschenweg mit schmucken Eigenheimen. Die Eschen entlang des damaligen Wasserlaufes stehen heute 2013 noch. Im Hintergrund sehen Sie das Gebäude der damaligen Kratzenfabrik Adolf Seelemann und Söhne. Geplant ist eine Durchfahrt zur Gerberstraße. Vom Nachbargrundstück Stückel erkennt man den Durchbruch zum Kesselhaus der ehemaligen Gerberei Herford. Der Schornstein wurde in den 50er Jahren abgetragen. Auf dem Gelände befindet sich auch noch der alte Brunnen. Dieses Badergästchen war früher die einzige Verbindung zur Ollergasse und weiter durch die Pforte in der Stadtmauer zur Storchpforte. Nach dem Neubau der Hugo-Hartung-Straße hat dieses Gästchen, was es heute zwar noch gibt, an Bedeutung verloren. Noch heute erkennt man an den Bäumen längs der Hugo-Hartung-Straße den ehemaligen Verlauf des Mühlgrabens. Von dieser Stelle aus erkennt man im Hintergrund das Haus Broders, was zur Ollergasse gehört und an der Hugo-Hartung-Straße angrenzt.
Hier ein seltenes Foto vom überschwemmten Teich auf dem Grundstück Ollergasse 30, heute Wohnhaus der Familie Greiling. Links auf einem erhöhten Damm ist der Wassergraben zu sehen, der am Teich vorbeifloss. Diese Schornsteine auf diesem Hochwasserfoto von 1924 von der Firma Seewald, Graner und Döbel stehen heute nicht mehr. Vom Teichgrundstück der Gerberei Graner Herford, Ollergasse 30, ein schöner Blick zur ehemaligen Gasanstalt. Erkennbar ist auch das Geburtshaus von Hugo Hartung und der abgerissene Schornstein Zenker Subtil, heute Firma Mädelmetall. Zu diesem hier noch einmal eingeblendeten Teichfoto von früher wird der Standort des Fotografen mit einem Pfeil eingezeichnet. Zur allgemeinen Übersicht hier eine Luftaufnahme von diesem erwähnten Grundstück. Und nun wieder zurück zum geplanten Bau der Durchgangsstraße. Die schon erwähnte Durchgangsstraße vom Gaswerk zum Mühlgraben an der Ollergasse soll hier kurz mit erhaltenen Fotos dargestellt werden. In folgenden Fotos zeigen wir die Veränderungen in der Ollergasse vor und während des Baus der Hugo-Hartung-Straße an der ehemaligen Brücke am Mühlgraben. Dieser gelbe Pfeil zeigt auf einen Verkaufsstand des Getreidehändlers Fruchtländer und Besser. Von hier aus machen wir einen Abstecher zum Vorplatz an der Storchspforte und drehen uns zu einem Rundblick in eine Zeitreise von früher und heute. Der alte Rundbau neben der Bäckerei Sauer stand auf dem Platz der Storchspforte und wurde 1932 abgerissen. Rechts unten im Bild zeigt der Pfeil auf das Geländer der ehemaligen Mühlgrabenbrücke. Folgende Fotos zeigen, wie sich diese Straßenecke im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. An dieser Kreuzung mündet die Hugo-Hartung-Straße in den Mühlgraben nach dem Umbau der Straße. Vor 8 Jahrzehnten
sah das Brückengeländer zur Westseite von der Orlagasse so aus. An dieser Kreuzung endet unsere Fotowanderung, die von der Karl-Liebknecht-Straße durch die neu gestaltete Hugo-Hartung-Straße führte, bis zur Einmündung an den Mühlgraben. Ein kurzer Blick auf das Gelände der abgerissenen Tuchfabrik und was daraus entstanden ist. Heute steht auf dem Gelände der ehemaligen Tuchfabrik Seewald der Orla-Park der Volkssolidarität. Hier einige Fotos vom Bau des Projektes Betreutes Wohnen in der Orlagasse. Hier eine schöne Luftaufnahme vom ehemaligen Fabrikgelände der Firma Seewald von oben betrachtet. Zum Schluss unseres Filmes blenden wir noch einmal ein, wie früher die Einmündung an der Orlagasse einmal ausgesehen hat.